Das sind die Leute, die Brühe zum letzten Mal mit Akro Berlin. Wir enden jetzt am Ende. Kenn ich einen Sau. Okay, man kann das auch nicht sein, was er schießt, sondern man kann es nicht wiederkehren. Nicht die Bomben zerstören. Ach so. Oh. Lass mich doch in Ruhe. Er ist im Wasser. Da gehört er eigentlich auch hin. Ich kann nichts einatmen, ich kann nur pusten. Schießt aber langsam. Nein! Nein! Ich kann, glaube ich, gar nichts machen. Ah, Treffer. Ich sterben wir gut. Scheiße, ach, ich glaube, ich kann nichts machen, weil ich an dem Vogel hänge. Ja, klar. Aber du hättest einfach überleben müssen, ich hätte es doch geregelt. Warum bist du gestorben? Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Hör auf, mich immer einzusaugen. Ich wollte den Stein saugen. Dann bleibe ich einfach hier oben. Wenn du das regelst. Wie gut, dass dieser Endgegnerkampf gegen den Wal auf einer Steinbrücke stattfindet, auf der dieser Wal steht. Ich kann ihn nur zurückpusten. Ich bin getroffen. Ah! Da ist Stein gerettet. Oh. Oh nein. Lass mich in Ruhe. Ah, sehr gut. Denk dran, ich kann nicht sterben. Du schon. Ja. Ich kann seine Freunde direkt mit Zielsuchraketen auf ihn zurückschießen. Boah, er ist explodiert. Du bist ein bisschen irre, ein Typ. Ja, das war Kirby. Guck mal, jetzt haben wir den dritten Arm schon abgehakt. Wir haben Level 1 und Level 2 geschafft. Das ist Level 3. Was für Arme denn? Der Sand Canyon. Ich hab dich aber I tricked you into a new video. Ha. Soll ich jetzt zu Ende? Nee. Das ist ein kurzes Video. Das Endgegner-Video. Wir können kein 3,5-Minuten-Video machen. Der Popstar, den wollen wir nicht. Da freuen sich die Leute. Guck mal, wir sind im Sand Canyon. Fantastisch. Das waren die beleuchteten Mühle. Komm. Ein Pilz! Du hast ihn platt gemacht. Und wird auch nicht wieder lebendig. Das ist ein Spiel, was einem die Konsequenzen seines Handelns aufzeigt. Töte was und es wird nicht wieder lebendig. Okay, den Pilz lasse ich am Leben. Der Typ Blume auch platt machen? Ja. Gut. Das ist weg. Warum macht das so wenig Spaß? Ja, komisch, ne? Also sie haben ja offenbar diese Rätsel eingebaut, wie eben das mit diesem Dreieck. Also irgendwie dachten wir, müssen ein bisschen Power für die Players geben. Für die Hardcore-Gamer. Aber alles drumherum ist so scheiße.
Hier ist ein Bunny. Ja, das stimmt wirklich wenig an dem Spiel. Es ist irgendwie nicht abwechslungsreich, es sind irgendwie nicht so richtig viele coole Ideen. Es wirkt wie so eine unfertige Demo oder wie so ein mit dem Level Maker irgendwie so zusammengeschustert. Also der Abfall von Teil 1 und 2. Für Teil 3 zusammengebaut. Aber Rick kann immer noch ganz gut ballern. Und du, was kannst du damit? Aha, ist das besser? Ich finde Rick auf jeden Fall spektakulärer anzusehen. Wie geil Kirby hinten auf ihm abgeht, während er das macht. Voll pervers. Bisschen seinen Rücken. Hampen. So, du wirst verbrannt. Oh. Ach, ich darf ihn ja nicht berühren, habe ich eben schon gemacht, den Fehler. Interessanterweise macht da der Zwei-Player-Aspekt noch weniger Spaß als bei Rabbids. Warum? Weil ich überhaupt keine eigene Entscheidung treffen kann. Hä? Wie komme ich da durch? Ja, weil du extrem abhängig von mir bist, ne? Ja, ich darf nicht mal zu weit an den Bildrand gehen. Ich kann mit Rick nichts machen, aber ich kann auf sie drauf springen. Nicht auf die Bomben. Oh je. Kurs for death. Du bist death. Das ist scheiße mit ihm. Er hat gar keine. Er kann nicht saugen. Kann er nicht fliegen? Auch nicht? Nee, kann weder saugen noch fliegen. Kirbys prächtigste Eigenschaften. Er kennt sie beide nicht. Wenn alle nur das können, was Kirby kann, braucht man Kirby ja gar nicht. Nee, die anderen meine ich, da braucht man nur Kirby. Ja, richtig. Kirby ist immer noch der mächtigste, egal wer ihm hilft. Du hast deinen Stern verloren. Was ist denn? Trink ihn. Nein! Du musst ihn schlucken. Oder den neuen essen. Okay. Ich fliege jetzt einfach wieder hier rüber. Warst du das schon? Ja. Bist du auch geflogen? Nee, da war ich mit Rick unterwegs. Klotz am Bein. Musik ist okay. Nee. Bisschen generic. Vorname? Bisschen. Er war tödlich. Oh. Man muss sich einfach bis zum Ziel ballern. Ja, mal muss man bis zum Ziel ballern, mal muss man bis zum Ziel fliegen. Ja, Kirby. Hast du mal ein gutes Kirby-Spiel gespielt? Ich fand Kirby's Dream Land 1 auf dem Gameboy gut. Eins? Eins ist nur so 20 Sekunden. Ja, lang. Weiß ich, aber ich habe das in der Zeit gespielt, da war es genau richtig. Und ich fand auch, ich glaube, das war der zweite Teil, wo Rick das erste Mal auftauchte. Teil 2 fand ich allerdings auch toll, das stimmt. Den mochte ich gern. Aber vielleicht ist der heute Teil auch scheiße, weiß ich ja nicht. So wie Donkey Kong. Arsch. Was glaubst du, welchen ich meinte? Donkey Kong Country 1. Nee, nicht nur, alle meine. Ja, okay, das ist noch schlimmer. Also auch die aktuellen. Oh oh. Auf Gamer.
auf wir gehen hoch bei Kirby. Ja, also das würde ich sagen, ist Nomen est Omen in Clitoris Maximus. Clitoris? Clitoris Maximus. 21% für nix und wieder nicht. Fliesenkit steht da unten. Im deutschen Buchstaben. Fliesenkit? Scheiße Leck. Scheiße Leck. Guck mal, was jetzt passiert ist. Wir sind einfach wieder am ersten Level. Okay, das ist ja alles gut. Ja. Bald sehen wir. Oh nein. Nichts mehr. Bald sehen wir Level 3, 4 und 5 von Kirby's Dream Land 3. Würden wir das ganze dritte Level jetzt nochmal spielen? Ja. Naja, das war das erste Level von der dritten Welt. Hatten wir das fertig? Nein. Das ist ja nicht so schlimm. Tschüss. Tschüss, schlafen.